welche Rechtsvorschriften werden im Urheberrecht geregelt und welche Art von Werken unterliegt dem Urheberrecht? Grundsätzlich ist es so, dass das österreichische Urheberrecht an sich jedes Werk regelt. Ja? Wobei Werk hier im Urheberrecht als sogenannte eigenständige geistige Leistung bezeichnet wird. Das bedeutet einfach kurz und gut, dass alles, was gewissermaßen eine eigene Idee ist, kann auch ein Werk sein. Natürlich wird es dort problematisch, wo man sagen muss, okay, ich habe zwar eine Idee, setze die aber nicht um, dementsprechend habe ich letztlich nur eine, sagen wir mal, immaterielles Werk, ja. Das wird es dann natürlich schwierig, das Ganze zu beweisen. Nichtsdestotrotz ist eben jede geistige Leistung, also jede eigenständige geistige Leistung, auch eine Abwandlung eines anderen Werkes, ist ein eigenes Werk. Ja. Also beispielsweise eine Übersetzung von einem Buch kann ebenfalls wieder ein eigenes, eigenständiges Werk sein. Und der jeweilige Werkersteller ist sozusagen der Urheber. Also gerade in den ersten paar Paragraphen des Urheberrechts beschäftigt sich das Urheberrecht sehr stark mit, was ist ein Werk, und dann auch sehr stark mit, was sind nämlich Urheber oder wer kann Urheber sein, insbesondere dann, wenn wir auch Werke haben, die Sammelwerke beispielsweise darstellen. Also wo wir Werke haben, wo es mehr als einen Urheber gibt, wo es beispielsweise auch einen Herausgeber oder Ähnliches gibt. Auf das nimmt das Gesetz ganz klar Bezug. Verstehe. Dankeschön. Das bringt mich zur zweiten Frage, und zwar das Urheberrecht. Kann das Urheberrecht übertragen werden? Also kann ich mein Urheberrecht weitergeben? Oder wie verhält es sich damit mit dem Urheberrecht? Da muss man sehr klar unterscheiden. Wenn man landläufig von Urheberrechtsübertragung spricht, sagt man zwar das Falsche, meint aber eigentlich das Richtige. Es geht nämlich letztlich darum, wer die Rechte an einem Werk hat. Und das Urheberrecht selbst, also die Funktion oder die Eigenschaft des Urhebers, kann an sich nicht übertragen werden. Also zumindest nicht rechtsgeschäftlich, also nicht verkauft werden, nicht verschenkt werden. Es kann allerdings vererbt werden. Das bedeutet, das Kind eines Urhebers kann auch dann selbst zum Urheber werden. Und grundsätzlich hat der Urheber die entsprechenden Rechte über das Werk. Also beispielsweise ein Werk zu vervielfältigen, ein Werk zu veröffentlichen, ein Werk aufzuführen. Das fasst man generell zusammen mit Verwertungsrechte. Und diese Verwertungsrechte, also die Rechte am Werk, können auch entsprechend rechtsgeschäftlich übertragen werden. Beispielsweise, wenn man sich jetzt Fotografien anschaut, ist der Urheber immer der Fotograf oder vielleicht auch dann einmal dessen Erbe. Nichtsdestotrotz kann der Fotograf die entsprechenden Verwertungsrechte, beispielsweise Veröffentlichung, an jemand anderen übertragen. Also wenn wir zum Beispiel eine Marketingagentur haben, die Bilder zukauft, dann kauft sie ja nicht wirklich die gesamten Bilder zu, sondern sie verkauft letztlich nur die Nutzungsrechte an diesem Werk. Wie weit diese Nutzungs- oder Verwertungsrechte gehen und wie sehr sich der Urheber selbst von diesem Nutzungsrecht ausschließt, das ist dann letztlich eine individuelle Frage, wie man sich das Ganze ausmacht. Allerdings ist es so, dass das Urheberrecht auch irgendwann einmal erlischt. Denn 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder bei anonymen Werken nach dem Tod, also Verzeihung, nicht nach dem Tod, sondern nach der Veröffentlichung, erlischt das Urheberrecht und wird dann sozusagen das Werk gemeinfrei. Das bedeutet, dass jeder dann im Prinzip dieses Werk nutzen kann, ohne vorab mit dem Urheber entsprechend Kontakt aufnehmen zu müssen oder eben hier eine entsprechende Erlaubnis einholen zu müssen. Gerade im Jahr 2016 gibt es einige Dinge, die uns da urheberrechtlich gesehen leider, sage ich mal, sehr beschäftigen. Also einige Werke, die durchaus als problematisch zu sehen sind, beziehungsweise ist erst unlängst auch die Entscheidung ergangen, dass zum Beispiel bei dem Tagebuch der Anne Frank der Vater, der das dann im Nachhinein verlegt hat, dieses Buch eben nicht der Miturheber ist, daher das Urheberrecht nicht auf ihn übergeht und daher zum Beispiel hier das Urheberrecht auch erloschen ist und dadurch das Werk gemeinfrei ist. Das gleiche Problem haben wir zum Beispiel jetzt im Jahr 2016 mit Mein Kampf, wo gerade politisch oder in den Medien durchaus problematisch ist, dass diese an sich normale Vorgang des Urheberrechts sich hier trotzdem auf ein, sage ich mal, brisantes Werk auswirkt. Alles klar. Vielen Dank dafür.